Herzlich willkommen zum Monatshoroskop des Monats Juni. Und es wird ja gerade sehr brenzlig auf der Welt, oder es scheint zumindest sehr brenzlig zu werden. Innenpolitisch in Österreich ist natürlich alles in Aufregung jetzt um diesen Schilling-Skandal und diese Schilling-Geschichten da. Und das, denke ich, hängt schon mit dem zusammen, was ich schon zu Beginn der Jahresprognose gesagt habe, dass sich im Mai die politische Landschaft umkrempeln wird, aber im Gesamtbild zum Positiven. Und ich wurde da ganz viel gefragt, auch in den Kommentaren, naja, positiv heißt doch einfach nur, das kommt nur auf den Blickwinkel der Partei an, aber das ist eben beim Astrologischen nicht so, sondern man schaut nur mal, wie wirkt da eine Konstellation, und das war wirklich eine positive Veränderung fürs Land, und zwar nicht aus irgendeiner parteipolitischen Sicht. Also das möchte ich dann nur noch einmal erwähnt haben. Und wie schaut es jetzt im Juni aus? Also im Juni haben wir ein paar extrem coole Konstellationen, aber auch einige sehr spannungsvolle Konstellationen, wo wir wirklich auch aufpassen müssen, dass gewisse Dinge nicht noch weiter eskalieren. Schauen wir es uns einfach mal im Detail an. Geprägt wird der Juni von einem wunderschönen starken Trigon zwischen dem Pluto und dem Jupiter. Und der Pluto steht ja gerade im Wassermann, und Trigon bedeutet, da kann der Jupiter auch nur in einem Luftzeichen stehen. Wie der Wassermann ist ein Luftzeichen, und der Jupiter steht in den Zwillingen. Du hast immer zwischen den Elementen quasi ein Trigon, also eine unterstützende Energie. Und jetzt ist einmal Jupiter in Zwillingen, ist natürlich, sind mal gute Gedanken, sind mal gute Ideen, und der Pluto im Wassermann gibt noch einmal so dieses, ja, dieses Verrückte, dieses Anpacken und diese Kraft auch dazu. Verrückt im Sinne von, also über den Wassermann, ein bisschen so das Exzentrische, aber auch die eigene Kraft wird da gepowert. Und das heißt, du hast wirklich Kraft, gute neue Projekte umzusetzen, neue Ideen wirklich tatkräftig zu erden, und dass da wirklich Neues geschehen kann. Und das prägt eigentlich so den ganzen Juni. Also das heißt, diese Tatkraft plus gute Ideen. Und das braucht es halt einfach, und dann kannst du diese Konstellation super für dich nützen. Was natürlich immer Jupiter ist, ist immer die Übertreibung. Das heißt, ein bisschen zu optimistisch zu sein, ist dann natürlich nicht so gut, oder zu blauäugig in etwas reinzugehen. Aber grundsätzlich noch einmal eine sehr positive Energie, positive Vibes, um deine Business-Ideen umzusetzen, um Dinge auch vielleicht neu zu starten, also neue Gedanken wirklich jetzt, oder Gedanken, die du vielleicht schon länger hast, auch nochmal umzusetzen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute, ja, Energie, um Pionierarbeit leisten zu können. Was wir jetzt noch haben im Juni ist natürlich auch durch das, dass wir auf der Sonne den Merkur in der Nähe haben, wir haben die Venus in der Nähe, und Sonne, Venus, kann man sich natürlich schon einmal vorstellen, dass das so wieder ein bisschen Romantik in der Luft liegt, also ein bisschen, also der Flirt steht da vor der Tür, also vielleicht ist man offener, vielleicht lernt man auch jemanden kennen, wo man wieder sagt, ah, da fühle ich mich hingezogen, und da ist ein bisschen Anziehung da, und man kann ein bisschen flirten, also das ist da durchaus möglich, oder man verliebt sich wieder frisch in den Partner, in die Partnerin, ist ja auch, muss ja nicht immer was Neues sein. Aber auf jeden Fall ist das so eine romantische Komponente, und auch der Merkur noch einmal mit Merkursonne ist auch noch einmal mehr dieser Tatendrang gegeben. Also da geht es wirklich auch darum, Dinge ein bisschen mehr so neu zu denken, umzusetzen. Also das ist sicher so der Aufruf dazu. Was wir haben so Mitte Juni, ist allerdings ein bisschen so eine Frustrationsgeschichte. Da haben wir dann den Saturn im Quadrat zur Sonne und dann auch im Quadrat zum Merkur. Und der Saturn steht ja im Fischezeichen. Das heißt, das kann wirklich wie so eine plötzliche Depression sein, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist auf einmal bedrückt, man ist deprimiert. Obwohl es eigentlich gut geht oder obwohl ich eigentlich jemanden gern habe, kann es eben sein, dass ich dann auf einmal melancholisch werde oder dass ich da eher
ja, mich gebremst fühle und nicht so ganz klar da bin. Also das ist so eine Konstellation, die eher ein bisschen so zurückhole, ein bisschen bremst. Also da einfach aufpassen, so Mitte Juni. Also wenn du da irgendwie bedrückt bist, nicht gleich irgendwelche Rückschlüsse ziehen, dass da irgendwas nicht stimmt, sondern das einfach übertauchen die paar Tage da und dann schaut es schon wieder leichter und besser aus. Das, was wirklich Grund zum, ja, ich möchte nicht sagen zur Sorge, aber es ist irgendwie Grund zur Sorge bereitet, ist ein Quadrat zwischen dem Mars und dem Pluto. Mars-Pluto-Quadrat ist immer so auch die Gewalt. Ja, und wir haben ja eben Pluto im Wassermann, im Uranischen stehen. Ja. Also Pluto ist im Uranischen und Pluto, Plutonium, Uranus, das plötzliche, viel Energie frei werdend, mit Mars zusammen im Stier. Also das auch noch einmal so das Volk ist, so mondan gesehen, ist natürlich ein Aspekt, wo das Kriegerische noch einmal hochbrodeln kann. Ne? Also das ist wirklich, da haben wir ein bisschen, da haben wir eine Spannung drinnen, so Mitte Juni. Und was da dazu kommt noch, was da drauf kommt, ist ein Halbquadrat von Saturn zu Mars. Ja? Also ein Halbquadrat Saturn-Mars. Und das ist auch noch einmal so ein Frustrationsaspekt. Also der Mars, du musst dir das ja vorstellen, Mars ist ja der Kämpfer, der aktive Teil, ja, in dir. Und der möchte fahren. Und Saturn ist der, der die Grenzen zieht und sagt, nein, nein, so nicht. Ja. Und es könnte dann sein, dass man wirklich sagt, ich habe innerlich, der Mars verletzt die innerliche Moral eigentlich. Oder man tut was man eigentlich, wo man weiß, das passt nicht zu mir und ich tue es trotzdem. Also das könnte so ein Halbquadrat eine Spannung sein zwischen dem Saturn im Fische und eben dem Mars im Stier. Da geht es natürlich dann auch noch einmal ganz klar um diese Grenzen. Also es ist wirklich, ja, also für kriegerische Auseinandersetzungen ist das eine Zeit, wo es eine weitere Eskalation geben kann, wo noch einmal mehr Gewalt aufschrauben kann. Also das ist jetzt dann nur so auf Krieg bezogen. Aber wir haben natürlich, nicht jeder hat in sich Krieg hoffentlich. Und jetzt geht es einfach darum, auch wie kannst du mit dem umgehen? Und das ist nochmal so dieses ein bisschen melancholisch ausgebremste, frustriert sein. Also erschöpfe dich nicht. Du fühlst dich da vielleicht ja, auch erschöpft. Da kommt dann eben auch noch eine Sonne-Geschichte dann dazu, wo nämlich dann auch noch ja, der Neptun dann auf die Sonne aufmischt im Juni, wo es dann noch einmal ein bisschen müde wird. Also das ist auch so eine Müdigkeitsgeschichte und so eine Erschöpfungsgeschichte. Und da könnte es natürlich sein, dass das auch noch einmal im Juni schlagen wird. Also wenn du eher so dann schlapp wirst, so gegen Ende Juni rein, kann das eben auch so an diesen Konstellationen liegen. Gesamt ist jetzt der Juni, wie würde man den jetzt bewerten? Ist das jetzt ein cooler Monat? Ist das eher ein schlimmer Monat? Ich meine, liegt natürlich wieder viel an dir selber, was du jetzt draus machst. Grundsätzlich kann es sein, wie gesagt, es könnte weitere Eskalationsstufen geben in Konflikten. Ja. Aber auf der anderen Seite, privat, wenn du die Kraft auch wirklich. Also, oder sagen wir nicht Kraft, sondern wenn du wirklich diese Energie auch aufbringen kannst, Dinge auch umzusetzen, die dir vielleicht schon lange im Kopf herumgeistern, dann ist das eine super, super Zeit, um da jetzt nochmal was in die Wege zu leiten, bevor es ja dann im Juli eh in die, für die Schüler zumindest, nicht für alle, für mich nicht, aber für die Schüler und vielleicht für dich auch, also in die Sommerferien geht. Ja. Also das wäre mal so meine Vorschau auf den Monat Juni. Ich bin natürlich gespannt, wie es dir dann geht. Schreib es mir gerne in die Kommentare und lass mir wie immer bitte einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Ich freue mich da, dass der immer so wächst. Und ich möchte nochmal hinweisen, im Juni, am 23. Juni, habe ich ja den Kurs Toxische Muster erkennen und lösen. Und das passt da auch nochmal ganz gut in diese Zeit. Ein bisschen an sich selber arbeiten. Das ist mit Saturn in Fische immer recht gut. Und mit dem Jupiter in Pluto kriegt man nochmal so diese transformative Energie dazu. Also
schreib dir das auf oder merkst dir vor, ich blende es auch dann nochmal im Video ein, 23. Juni, der Kurs Toxische Muster erkennen und lösen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, entweder hier am Kanal oder vielleicht auch live in Linz bei mir auf eine Sitzung oder auch einen Kurs. Bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Tschüss.